Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum 1000 Abo Special, jetzt endlich mal nachgereicht. Und ja, ich habe hier einen sehr netten Kameramann hier mir gegenüber. Und was wir heute machen werden, sind Schinkennudeln mit Käse, Sahnesoße. Und das ist alles, was wir dafür brauchen. So, einmal natürlich die Nudeln. Dann natürlich Eier, für was auch immer. Das stand da halt drin. Wir benutzen jetzt einfach mal Eier, für was auch immer. Dann haben wir Käse, Schinken, 200 Gramm und einen Becher Schlagsahne. Hier immer schön reinhalten, ja. Nicht wackeln, das war's Handy. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, beginnen wir doch mit Nudeln aufsetzen. So, dafür nehmen wir hier unseren Topf, tun warmes Wasser rein, wenn es geht. Hälfte voll machen. So würde ich sagen. Anmachen. Volle Pulle, ja. Wichtig. Immer am Anfang volle Pulle, auch wenn ich nicht so oft koche, ja. Aber ich weiß, wie man Nudeln kocht, weil das mache ich so gut wie jeden Tag. So, dann Salz. Ah. Ihr wisst ja, Salz immer nach Gefühl. Wenn wir kochen für zwei, gell? Ja, braucht doppelt so viel Salz. Das mache ich zu wenig rein. So. War wahrscheinlich zu viel. Paddy wird sich wahrscheinlich gerade ein ablachen, aber dann hole ich das da. Dann hole ich das da. Okay. So. Weil, es ist ja logisch, ja, die Nudeln brauchen, da steht jetzt drauf, 11 Minuten. Ja, und wenn wir natürlich mit der Soße anfangen, sind wir natürlich vorher mit der Soße fertig, bevor die Nudeln fertig sind. Das Gericht steht im Internet drin unter simpel, also auch für mich machbar und auch für jeden anderen da draußen natürlich. Wir haben sogar noch überlegt, Schweineschnitzel, also so ein kleines Schweineschnitzel dazu zu kaufen, aber das war dann einfach zu viel, weil wir hatten ja schon Schinken und alles mögliche. Und dann sage ich jetzt mal, beginnen wir mit Nudeln. Wie viel stand da drin? Gucken wir mal, wir müssen ganz kurz gucken. 200. Ist dir sicher? Also hier ist das Rezept, da steht drin 150 Gramm Nudeln für 3 Personen. Okay. Wie macht man die Teile im Auto? Da glaube ich. Ja, also wenn man es hört, Nudeln kochen schon. Die Nudeln. Wasser. Sehr interessant. Also du willst auch mitessen? Ich weiß ja nicht, aber das ist definitiv zu viel Salz. Nein, so viel habe ich letztes Mal auch drin, habe ich gut geschmeckt. Dann machen wir ein bisschen Wasser. Also packen wir jetzt 250 Gramm Nudeln rein. Immer gut abschätzen. Schön mit der Gabel runterdrücken. Wichtig. So. So, Stufe 9 ist noch. Dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit dem Schinken schneiden. Dafür nehmen wir ein Messer. Nein, das nicht. Nein, das auch nicht. Das ist aber anders. Ah ja, guck mal hier. Ja, das gute Sensei-Messer. Und da stand jetzt dran, lass mich kurz gucken, mein schlaues Büchlein. Also, hier seht ihr, für 3 Personen 100 Gramm Schinken. Wir nehmen jetzt einfach ein bisschen mehr, weil es schmeckt geil. Wie sind das jetzt? 3, 4, 5... 6 den noch. Oder ist es zu viel? 5, 6. Nehmen wir 6. Was filmst denn du? Und das Ganze schneiden wir jetzt in Würfel. Ja. Was weiß ich wie groß. Etwa ein Zentimeter würde ich sagen. So. So.
Also viele von euch werden wahrscheinlich das Gericht eher zu Tortellini kennen. Ja. Aber, muss ich ja sagen, der Vorschlag kam vom lieben Paddy. Er hat aber nur gesagt Schinkennudeln. So, was war? Ich habe gegoogelt nach Schinkennudeln. Das erste, was war? Schinkennudeln mit, was war das? Käse-Sahne-Soße? Und dann gedacht, geil, machen wir. So, das war die eine Seite. Und jetzt natürlich die andere Seite. So. Jetzt wie ich das bratet, man das an eigentlich ja nicht, oder? Keine Ahnung. Aber eigentlich ja nicht. Das ist doch schön. Das sind auch Schinken, oder? Wir haben ja Schinken-Käsesoße und nicht Käse-Schinkensoße. So, dann nochmal. So. So, da steht jetzt zwar nichts dran, weil ich habe auch nochmal ein extra Rezept für King Schinken. Käsesoße, so was steht denn dabei? Die Butter, hier könnt ihr lesen, die Butter in einen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und den Schinken dann 2 Minuten schwenken. Okay. Ja, wir gucken immer nach den Nudeln, weil die dürfen ja natürlich nicht überkochen. Das ist ganz wichtig, immer ein Auge drauf werfen. Das macht mein lieber Kameramann hier gerade. Okay, also da steht drin, man muss es leicht erhitzen. Leicht erhitzen. Ja, ich habe den nur nie verwendet, keine Ahnung, ob der funktioniert. So, was stand dann da? Oliven. Oliven. Nein, da fünf lieber nicht hin. Also Sonnenblumenöl. Wir haben gar kein Olivenöl. Okay, ich muss kurz Olivenöl holen, ja? Ganz kurz. So, wir haben jetzt kein, was war's? Olivenöl. Olivenöl, sondern wir haben jetzt Rapsöl, weil das ist ja geschmacksneutral. Jetzt muss ich kurz gucken, welche Herdplatte das ist. Das ist, die hier. Ja, währenddessen schalten wir mal die Nudeln ein bisschen runter, nicht dass die uns zu früh fertig sind. Puh, ein bisschen halt. So. Ja. Reicht, ja. Also, Sugar, wie man bei uns sagt. Also nicht Zucker, sondern Sugar. Und dann warten wir, bis das Öl warm ist und so lange kümmern wir uns um die Nudeln. Ja. Dann sehen wir uns, wenn das Öl wieder warm ist. Also, das Öl ist jetzt doch noch nicht warm, aber ich habe jetzt einmal nachgelesen und wir machen das jetzt so, wie es angeschrieben ist. Und zwar steht da, dass wir jetzt Sahne, Käse und ein Eigelb dazu geben. Ja, das probieren wir jetzt mal. Nehmen wir hier ein Ei, das mal ein großes nehmen. So, hier immer noch unser Schinken, da das Öl irgendwie nicht warm wird. Oh. Kleine Platte. Also, ich weiß nicht so wirklich, wie man das Eigelb vom Eiweiß trennt. Wie macht man? So soll ich das machen? Kennst du das? Ja, ich kann das. Hey. Warte, nee. Das packe ich. Das krieg ich hin. Okay, wo kann ich hin? Soll ich dir zeigen, wie man es macht? Nee, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh, shit. So. Oder? So fängt es gut an. Mhm. So ging es schlecht weiter. So. Die eine Schale hätte vielleicht ganz bleiben sollen.
Fischschwanz. Das ist ein Mini-Eigelb. So, was brauchen wir als Eigelb? Boah, hier noch eine Schüssel. Da können wir ja dann eine Schüssel. Sofort. Ratlosigkeit. Nee, halt, ich brauche. So, also, okay. Ups. Hände putzen. Wie ein Profi. Ja. Das Öl ist immer noch nicht warm, oder? Danke mal, nein. Nein! Also, oh, jetzt ist es kaputt. Dann abschätzen mit der Sahne. Vorher schütteln. Sahne setzt sich ab. Nee, Spaß. Ich setze mich gleich ab. Ich jetzt persönlich sage 150 Milliliter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hier, ja, kann man mir zeigen. Von Edelcreme. Von Adler. Das ist die Frage, wie kriege ich das auf? Ich würde sagen, die Nudeln schon langsam. Ich habe es jetzt auf komplett runtergestellt. Ich habe es jetzt auf 4 runtergestellt. Ja. Weil, wie gesagt, die Nudeln werden mir dann doch schnell fertig, weil das Öl irgendwie nicht warm wird. Also habe ich das Gefühl. Vielleicht war das auch die falsche Pfanne, ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich denn Scheiße auf hier? Und jetzt lass mich mal kurz überlegen. Das Ganze sind 2 Ecken 100 Gramm. Also jetzt das eine Ecke 100 Gramm ist oder das 2 Ecken 100 Gramm sind. Ich habe keine Ahnung. So, tu mal da mal die Hälfte. Ja, immer gut spritzen. Und... Oh. Also das sollte bei ihr natürlich oder bei euch nicht passieren, so alles. Zerdrücken. Das wird eine Spitzen-Schinken-Sahne-Soße. Ich hab's im Gefühl. Das ist für Sahne. Ich frage mich ja immer noch, was das Eigelb da drin zu suchen hat. Scheiße, jetzt mal wieder eine doppelte Käseportion reinmachen. So. Frag mich nicht, das ist jetzt pure Entscheidung. Weil ich bin es gewöhnt, dass die Schinken-Sahne-Soße eher, wie soll ich sagen, dickflüssig ist. Ich glaube, ich muss da gleich noch die Sahne raustrinken. Ja, und ihr seht immer... Das war zu viel Sahne. Nein! Man pfeffert mal eigentlich. Was macht man das davor oder danach? Na komm, hauen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Leute, ich habe keine Ahnung, die Rezepte sind so schlecht beschrieben, ich mache das alles nach Gefühl. Was bist denn du jetzt? Ja, 4 Umdrehungen und 4 Umdrehungen. Ich glaube, das vermischt sich gar nicht. Also, jetzt weiß ich. Ja, das ist jetzt heiß. Denn? So. Wir machen uns einen leckeren Schinken. Packen den da rein. Oh! Ja? Okay, jetzt mag ich den Kopf. Ui!
ist das? Kann ich den kurz anstarten, glaube ich, ja? Mhm. Ich muss sagen, das Ölbecken. Aber die Nudeln könnten wir jetzt eigentlich, wenn die schon fertig sind. Ich muss jetzt die Kruste. Okay. Das ist meine liebe Tag. Profi am Werk. Oh oh. Und immer Spaß am Kochen. Ja, deshalb kommen auch so viele Kochvideos. Jede Woche ein. Gell? Jede Woche ein, ja. Ich glaube, das wird nicht schmecken. Ich glaube, wir werden das nicht schmecken. Hä? Was? Was sagst du? Doch. Okay. Also, das drehen wir dann mal wieder hin. Da ist mit der Sahne. Soße, wo ist die denn hier? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kann es euch nicht sagen. So, die gießen wir jetzt da rein. So, mein ganzes Stückchen. Alles klar. So. Das ist wichtig. Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht wichtig. So, jetzt muss es langsam dahin köcheln. Und das ist keine Schinken-Sahnesoße. Das ist eine Schinken-Sahnesoße. Das wird wahrscheinlich nur nach Käse schmecken nachher. Das wird nur nach Sahne schmecken. Hier die Nudeln. Ich glaube, die werden dann auch so reif. Oder? Also, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, nicht so wie letztes Mal, kocht's nach, ja, sondern kocht's nicht nach, weil das war einfach, ja, wie gesagt, das war jetzt eine Seite, wo eigentlich komplett, komplett schlecht beschrieben war und alles. Also Nudeln sind fertig. Gut. Hey. So, also gehen die jetzt schon wieder rein. So. Ich hatte gedacht, den Topf brauchen wir auch, weil da machen wir die Soße drin. Aber war dann doch nichts, ja. Und wie sieht das aus? Also Leute, ja, bei uns gibt es jetzt bei uns gibt es immer Videos, die ihr nicht nachkochen sollt, sondern wir zeigen euch, wie es nicht geht, ja. Das ist immer der Knackpunkt. Sondern müsst ihr leider bei anderen Leuten gucken, die es richtig können, ja. Ich sag mal zum Beispiel, Teddy sollte mal wirklich ein Kochvideo machen. Das würde ich ihm noch aufreiben. Ja. Aber bei uns seht ihr auf jeden Fall Gerichte, wie man es nicht macht. Ja. Sage ich ganz eindeutig. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob es jetzt fertig ist oder. Ah, es wird. Nee, ich habe gerade gedacht, es wird ein bisschen dickflüssiger. Aber. Ja. Hört doch ein bisschen Mehl rein. Mehl? Was war denn das? Ich habe gedacht, mit dem Käse. Das aber. So. Also richten wir unsere Nudeln. Ja, wo die Hälfte drin. Ja. Wo die Hälfte hier nur mit daneben geht. Okay. So. Große Portion. Kleine Portion. Mhm. So? So? Ja gut, so weit. Mehr. Mehr? Was? Ich hab Lust zum Probieren. Ja gut, den Teller sollten wir vielleicht nicht nehmen.
Hier, guck mal, wir haben noch einen dritten Teller. Ne, es ist noch jemand drittes mit. So. Ist ja wie gesagt bloß zum Probieren. Probier mal, also mir schmecken sie. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt zu viel ist, oder? Heiß. Könnte ein bisschen zu viel sein. Minimal zu viel, würde ich jetzt sagen. Sind gut. Sind gut? Also. Ja. Leute, bitte von hier unsere. Möchten wir das andere wieder richtig hinmachen, bevor wir uns um die Sahne kümmern? Um die Soße. Ja. Und da seht ihr mal hier das Ergebnis von dem ganzen, der ganzen Kocherei. Sieht man das? Ah ja, hier, guck mal hier. Alles voll. Okay, das zieht oben schon eine Haut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist fertig. Okay, wenn du aber hinriechst, es riecht nur nach Käse. Riech mal hin, das riecht nur nach Käse. Oder? Ja. Und Schinken. Und Schinken. Also, können wir das hier runterdrehen. So. Und geben das dann hier schön über die Nudeln. Bisschen Soße. Und auf die anderen natürlich auch. So, ich mache es jetzt nicht so wie letztes Mal, auf so komplette 10 Minuten, wo ich das komplett durchesse, das ist komplett... So, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich hab irgendwie Angst davor, muss ich sagen. Ich habe irgendwie Angst. Lass mal die Nudeln hier ein bisschen tränken. So, ich habe das Gefühl, das ist richtig heiß. Soll ich? Ja, wie schon befürchtet. Auch wenn es jetzt eher... Ah doch, sie ist jetzt ein bisschen dickflüssiger geworden. Aber sie schmeckt nur nach Käse. Und nach Schinken. Also man hätte noch wirklich die 500 ml Sahne, wären die dann wahrscheinlich genau noch richtig gewesen. Obwohl es ja eigentlich am Anfang ziemlich so dünnflüssig aussah. Ja. Aber, obwohl ich davor richtig Angst hatte, ihr könnt es nachkochen, ja? Man kann es nachkochen. Und wie gesagt, anfangs war ja noch geplant, die Nudeln eher so als Beilage zu machen und dazu noch so ein kleines Schweineschnitzel. Aber jeder weiß, glaube ich, wie ein Schweineschnitzel funktioniert. Kaufen, mit Öl anbraten und fertig. Also ich glaube, das bekommt ihr noch selber hin. Ja. Muss ich echt sagen, das ist, wie gesagt, ein bisschen zu viel Käse, also ich glaube, das waren jetzt 50 Gramm. Also ich würde sagen, so 40 oder 30 wären dann genau richtig. Bloß keine Angst haben, dass es so dünnflüssig ist. Das wird irgendwie nachher, wenn es mit dem Schinken zusammenkommt, wird es dann dickflüssig. Ja, und das stimmt, das Geile. Ja. Eine Gabel nehme ich noch. Oh, das war heiß. Oh. 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 Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit dem Daumen hoch. Ja. Wenn ihr wollt, dass es nochmal ein Video gibt, zeigt es mir auch mit dem Daumen hoch. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr es vielleicht sogar nachkocht. Glaube ich nicht. Wirklich, glaube ich wirklich nicht. Oder
nächsten Vorschlag, was es denn als nächstes geben sollte. Und davon würde ich sagen, wir genießen jetzt noch hier unser Essen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.